Hallo und herzlich willkommen bei Büdel kocht, einer neuen Folge aus dem Restaurant Medium. So, heute koche ich für Sie eine Kalbsleber in Salbeibutter gebraten mit einem Tomatenspinat. Dazu brauche ich eine Kalbsleber in Scheiben und abgezogen und in Scheiben geschnitten. Dazu brauche ich Schalotten, Fleischtomaten. Die Fleischtomaten habe ich im Vorfeld schon mal abgezogen und das Innere raus und das Fleisch gewürfelt. Einen Spinat. Ich habe einen feinen, jungen Babyspinat genommen. Ich brauche Butter, ich brauche Schalotten, ich brauche selbstverständlich Salbei, etwas Knoblauch, ein bisschen Weißwein, Olivenöl. So, ich beginne zunächst mal mit dem Spinat. Dazu stelle ich eine Pfanne auf und schneide eine Schalotte in feine Würfel. So. Gebe in die Pfanne etwas Olivenöl hinein ein klein wenig Butter und die Schalotten. Die gewürfelten Tomaten gebe ich ebenfalls dazu und würze das mit Salz und Pfeffer, jeweils aus der Mühle, sowie etwas Muskatnuss. Ja. Das Ganze schön anschwitzen und nun den Babyspinat. Der ist ganz jung, der ist ganz zart. Der braucht nur ganz, ganz wenig Hitze. Ne? Das heißt, im Prinzip nur einmal durchschwenken, dann ist er schon fertig. So, fein dazugeben. So. Ein wenig mit dem Löffel rumrühren. So, und schon ist der Spinat fertig. Ich habe hier ein Sieb vorbereitet. Da kippe ich den Spinat drauf und lasse ihn so am Rande ein bisschen warm stehen. Ne? Das hat den Vorteil, der Spinat, der wässert sehr stark und da läuft der Saft ein wenig raus. In der Zwischenzeit stelle ich die Pfanne auf für die Leber. So, ich habe die Kalbsleber. Die Haut muss fein abgezogen sein, in Scheiben geschnitten. So, in die Pfanne gebe ich jetzt auch ein klein wenig Olivenöl. Ich brate das zwar in Salbeibutter, aber wenn man jetzt nur Butter nimmt, wenn sie zu heiß wird, verbrennt sehr schnell. Und mit etwas Olivenöl kann man den Temperaturpegel etwas anheben, was der Butter gut tut. So. Dann brauche ich einen frischen Salbei. Dazu nehme ich mal 4 Blätter. So, jetzt gebe ich etwas Butter dazu. Ja. Lege den Salbei in die Butter. So, wenn Sie die Leber in die Pfanne geben, sollte das Fett, sprich die Butter und das Olivenöl, gut warm sein. Denn wenn es zu kalt ist, klebt die Leber in der Pfanne fest. Ich brate meine Leber grundsätzlich nicht mehliert, also ohne in Mehl gewendet. Ne? Man kann die auch in Mehl wenden, es brät sich leichter. Aber ich finde, geschmacklich wird eine Leber einfach besser, wenn man sie nur rein Natur in der Butter gar ziehen lässt. So, jetzt lege ich die Leber in die Salbeibutter. Und ich meine auch, eine Kalbsleber darf nicht zu lange braten. Für mich ist das ideal, eine Kalbsleber, wenn sie in der Mitte noch leicht rosa ist, dann ist sie schön saftig, ist sie schön lecker. Denn wenn Sie eine Leber zu lange braten, dann wird sie mehlig, wird sie breiig und für viele Leute kommt dann dieser unangenehme Lebergeschmack. So.
So, einmal wenden. Und auch Leber bitte erst am Ende des Bratprozesses würzen und salzen. Denn wenn Sie eine Leber vorweg salzen, das Salz entzieht der Leber Wasser und das heißt, sie wird trocken und strohig und dann ist sie auch nicht mehr so lecker. So. Jetzt brauche ich gleich noch ein wenig Schalotte für die Salbeibutter und ein wenig Knoblauch. So, jetzt, wo die Leber fertig ist, etwas salzen, etwas pfeffern. Gut, und dann kommen wir zum Anrichten. Ich nehme einen Teller. Und jetzt habe ich den abgetropften Spinat. Kann ich den schön auf den Teller legen, ohne dass mir die ganze Suppe durch die Gegend läuft. Und nehme die Leber, drapiere sie schön um den Spinat, die Salbeiblätter oben auf und gebe jetzt die Knoblauch und die Schalotten in die Butter kurz anschwitzen, mit einem kleinen Schuss Weißwein ablöschen und einen Tropfen braune Soße in die Pfanne dazugeben. Einmal kurz verrühren, die Soße auf die Leber, um die Leber drumherum. So, und fertig ist meine Leber in Salbeibutter gebraten. Das war's für heute. Gerne koche ich auch für Sie in meinem Restaurant Medium in der Karl-Bertelsmann-Straße. Die Rezepte finden Sie wie immer auf Gütersloh.tv in meinem Kanal Büdel kocht. Guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.